Hola Chica, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute filme ich mit Tageslicht. Also ich habe keine Softboxen an und ja, ich filme wieder mit meinem alten Hintergrund, weil jetzt ist ja Frühling, die Sonne scheint und ja, die Zimmer sind halt mehr lichtdurchflutet. Dann dachte ich mir, okay, versuche es mal ohne Softboxen, vielleicht funktioniert es ja gut. Das Problem ist, ich sehe das immer erst im Nachhinein beim Schnitt. Ich hoffe, dass es okay ist von den Lichtverhältnissen her und dass alles gut erkennbar ist. Ja, worum geht's heute? Ich möchte mit euch gemeinsam heute eine Bürste testen. Und zwar eine Bürste, die die Haare glätten soll. Also die kämmt die Haare ganz normal, wie jede andere Bürste auch. Und parallel dazu glättet sie gleichzeitig die Haare. Ich bin sehr, sehr gespannt, möchte das mit euch gemeinsam testen. Die Bürste ist von der Firma Acevivi. Die geht hier gerade auf YouTube so ein bisschen rum. Und ich wollte mich einfach davon selbst überzeugen und wissen, funktioniert das wirklich? Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass eine Bürste die Haare glättet. Wenn es so ist, dann ist es mega bombastisch, weil was gibt es Besseres als morgens, wenn man es eilig hat, man sich doch sowieso die Haare kämmt und es dann zusätzlich noch glättet. Also wie geil ist das denn bitte? Deswegen würde ich sagen, ich laber nicht viel drum rum. Ich habe heute Morgen meine Haare gewaschen. Das ist meine Naturwellen. Ich habe richtig krasse Locken, also was heißt krasse Locken? Krasse Wellen, sagen wir es mal so. Ich habe die schon durchgekämmt und so sehen meine Haare eben aus. Wenn ich die durchkämme, dann sehen die halt sehr spröde aus und so elektrisch geladen und ja, kaputt. Also Locken, wenn man Locken durchkämmt, sehen die kaputt aus, auch wenn die Haare nicht kaputt sind. Jedenfalls ist das eben eine Naturwelle, so könnt ihr das mal sehen. Und ich habe das jetzt ja bewusst so gelassen, vorher nicht geglättet, weil ich ja mit euch die Bürste testen möchte. Also, ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Bürste aussieht. Und zwar kam die so verpackt an. Die ist in rosa und die gab es, glaube ich, auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich für diese hier einfach entschieden. Die hat mir irgendwie am besten gefallen. Und hier steht Digital Hair Straightener Brush. Und das ist, wie gesagt, von der Firma Acevivi. Ich habe das jetzt mal ausgepackt. So schaut es aus. Was mich gerade so ein bisschen schockiert oder mich so ein bisschen enttäuscht, ich bin euch immer ehrlich, sind hier diese Gummiborsten. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin kein Fan davon. Wenn man sich damit die Haare kämmt, dann reißt das ja eigentlich die Haare aus. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen skeptisch. Als ich das aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, oh no. Aber warten wir ab, weil vielleicht muss das eben so sein, damit das Ganze funktioniert mit der Wärme. Ich kann mir das gerade ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen, aber ja, schauen wir mal. Also so schaut die Bürste aus. Ich muss sagen, ich finde die so vom Design her sehr hübsch. Rosa sowieso ist ja eh meine Farbe, ich liebe rosa. Ja, hier steht nochmal die Firma Acevivi und hier an der Seite könnt ihr eben die Wärme regulieren. Also einmal habt ihr so einen Ein- und Ausschaltknopf oder ihr könnt auf Plus drücken oder einmal auf Minus und eben die Wärme regulieren bzw. die Hitze. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich kann mir das absolut gar nicht vorstellen. Ich traue mich auch gar nicht, jetzt meine Haare nochmal damit durchzukämmen, weil ich echt Angst habe wegen diesen Gummiborsten da. Finde ich echt komisch, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich habe das jetzt angemacht. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen, aber ich glaube, das reicht heute aus, weil ich euch ja jetzt nichts von Nahen zeigen muss. Genau, ich habe das jetzt hier angeschaltet und das finde ich super genial. Ihr habt hier noch eine Digitalanzeige und da könnt ihr einfach sehen, wie hoch die Temperatur ist, um das eben dann zu regulieren oder anzupassen, so wie ihr das mögt. Dafür habt ihr ja dann hier einmal Plus und Minus. Und wir sind gerade bei 123 Grad. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das geht, aber das sollte ja schon ein bisschen höher sein. Also ich glaube, beim Glätteisen sind es fast 200 Grad, wenn ich mich nicht täusche. Und die Hitze brauchen wir bei so Wellen auf jeden Fall. Und wir warten jetzt einfach ab, bis die Temperatur hochsteigt und dann legen wir direkt los. Und ich bin so, so gespannt. So, ich habe mir jetzt einen Mittelscheitel gemacht. Das trage ich am meisten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Falls ihr euch fragt, woher meine Ohrringe sind und meine Kette, die ist so, so schön, findet ihr alles unten in der Infobox verlinkt. Ich bekomme immer ganz, ganz viele Fragen. Bevor ihr fragt, schaut einfach in der Infobox. Ich schreibe da meistens alles rein. Und wenn ich da irgendwas vergessen sollte, könnt ihr mich natürlich sehr, sehr gerne fragen. Ich werde auf jeden Fall darauf eingehen. Und jetzt würde ich sagen, es geht los. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das anwenden soll.
ob ich wie ein Glätteisen langsam die Strähne runtergehen soll oder ob ich das wie eine ganz normale Bürste, ne, einfach die Haare ganz normal durchkämme. Ich weiß es nicht, wir werden mal gucken. Ich fange mal hier vorne an mit einer Strähne und ich werde bewusst erstmal eine Seite machen, damit wir einfach den Unterschied sehen können. Und oh mein Gott, ich bin echt so gespannt. Ich ziehe mir das so ein bisschen glatt. Nicht, dass das irgendwie hängen bleibt. Ich habe echt Angst wegen den Gummibürstchen, Bürsten. Also ich habe da echt Angst. Also ich denke, dass man auf jeden Fall öfters drüber gehen muss. Aber ich sehe schon, es glättet. Das gibt's doch nicht. Seht ihr das? Das glättet. Das ist unglaublich. Ich kann es gerade nicht glauben, Leute. Also ich bin ja auch jetzt nur zweimal drüber gegangen. Und das glättet die Haare. Das ist ja unglaublich. Schaut mal bitte, könnt ihr das sehen? Also es ist glatt und hier könnt ihr meine Wellen sehen. Also ich kann es nicht glauben. Also ihr könnt es sehen, ich nehme da auch ruhig ein bisschen breitere Strähnen. Es tut auch nicht weh, es zieht auch nicht. Naja, jetzt zieht es ein bisschen. Wegen den Gummibürstchen. Aber gut, ich hätte vielleicht meine Haare vorher durchkämmen sollen nochmal, vorsichtshalber. So, ich gehe jetzt ganz langsam hier durch. Und ich gehe nochmal durch. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir viele Videos dazu angeguckt habe, weil mich das echt interessiert hat. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es bei mir so gut funktioniert. Das ist ja der Hammer. Also ich mache jetzt die komplette Seite und das mache ich einfach im Schnelldurchlauf, ja, damit das Video einfach nicht zu lang wird. Also so hier, so ab der Hälfte würde ich ein bisschen langsamer durchgehen, weil die Spitzen sind ja ein bisschen mehr strapaziert und dann wird es einfach noch viel, viel mehr geglättet. Bis jetzt finde ich es echt mega. Es glättet definitiv die Haare und es ist für morgens mit Sicherheit sehr, sehr praktisch. Aber ich würde es jetzt ungern mit einem Glätteisen vergleichen, weil das Glätteisen dann doch ein bisschen besser glättet. Aber ihr spart auf jeden Fall Zeit, weil ihr euch ja die Haare durchkämmt und gleichzeitig glättet. Also das ist auf jeden Fall für morgens, wenn es schnell gehen muss, eine sehr coole Option. Was ich richtig genial finde, ist, dass die Gefahr gar nicht so extrem ist, sich zu verbrennen wie mit dem Glätteisen. Also ich lege das hier immer so auf meinen Schoß, was ich richtig praktisch finde und es wird auch nicht zu heiß. Also richtig top und ich muss etwas revidieren, also es geht heißer als 180 Grad. Ich habe nämlich da bei Plus auf Versehen drauf geklickt und wir haben gerade 195 Grad. Das heißt, wenn es bei 180 schon so toll glättet, dann geht es bei 200 natürlich noch viel, viel besser. Ich lasse das jetzt aber bei 180, weil wenn das so schon klappt, dann muss ich die Temperatur nicht noch höher stellen. Ich bin echt baff, Mädels. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich gehe jetzt aber auf jeden Fall nochmal über die Spitzen, weil die nicht so schön glatt geworden sind, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Deswegen gehe ich nochmal auf jeden Fall durch. Aber es geht auf jeden Fall sehr schnell. Also ich kann ja jetzt schon einen Unterschied erkennen. Das ist der Wahnsinn. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt oder sonst was. Ich habe das einfach nur zugeschickt bekommen zum Testen. Und normalerweise bin ich bei sowas sehr skeptisch, gerade mit so Haargeschichten. Aber mich hat es einfach interessiert. Klappt's oder nicht? Und deswegen habe ich auf jeden Fall gesagt, muss ich unbedingt testen. Also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also ihr könnt hier direkt einen Unterschied sehen. Das ist der Hammer. Richtig heftig.
Also Mädels, wie ihr sehen könnt, habe ich echt glatte Haare damit hinbekommen. Und das Ergebnis sieht wirklich richtig gut aus und auch nicht zu sehr angeklatscht. Also da ist trotzdem Volumen und mein Haar erhält einen Glanz. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht echt gut aus. Also die Bürste ist echt mega. Ich finde die echt top, hätte ich nicht gedacht, obwohl ich am Anfang sehr, sehr skeptisch war wegen diesen Gummibürstchen. Aber ich muss sagen, es hat auch überhaupt nicht wehgetan. Ich kann euch nur den Tipp geben, dass ihr euch auf jeden Fall davor die Haare nochmal ganz schnell, ganz normal durchkämmt, damit ihr da einfach nicht irgendwie hängen bleibt. Und ansonsten finde ich das echt gut. Ich finde die Bürste gut. Ich kann dazu einfach nichts Negatives sagen. Ich wollte das einfach gemeinsam mit euch testen, beziehungsweise das vor der Kamera einfach mal so ein bisschen vorzeigen. Und ja, ich bin echt zufrieden. So, das war's mit meinem Video. Ich habe die Bürste getestet. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ergebnis echt mega. Ich hoffe, dass mein Video für euch vielleicht ein bisschen hilfreich war. Vielleicht habt ihr mit dem Gedanken gespielt, euch auch so eine Bürste anzuschaffen, die zusätzlich noch die Haare glättet. Deswegen habe ich mir gedacht, dass das auf jeden Fall sehr interessant für euch sein könnte. Wie gesagt, der Link zu der Bürste ist einfach unten in der Infobox. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da auf jeden Fall. Ich finde die Bürste sehr günstig im Vergleich zu einem Glätteisen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, schaut einfach in der Infobox, da schreibe ich und verlinke ich immer alles. Demnächst wird es auf jeden Fall ein Nagellack-Lookbook geben, denn ich habe mit diesen tollen Nagellacken von L'Oreal ein Lookbook gedreht. Seid auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und dann gibt es auf meinem Kanal auch ein Tauschpaket, und zwar mit Lady Barry. Vielleicht habt ihr jetzt schon Bock, bei ihr vorbeizuschauen. Sie hat auf jeden Fall ein paar Abonnenten mehr verdient. Die hat wunderschöne lange Haare, die ist so sympathisch und die ist richtig lustig. Also die ist so richtig authentisch, wisst ihr? Ich liebe sowas einfach. Und ja, vielleicht habt ihr einfach Lust, bei ihr vorbeizuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall, versprochen. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Mua.